Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz, die Spielvereinigung Bayreuth schlägt Ingolstadt mit 1:0. Das fünfte Saisontor von Markus Ziereis vor 1.328 Zuschauern. Ja, schönen Gruß auch hoch in den VIP-Raum, schönen Gruß an alle, die jetzt zuschauen und ganz besonders Gruß natürlich an unsere Gäste aus Ingolstadt. Wir begrüßen ganz herzlich den Trainer vom FCI, Rüdiger Rehm. Hallo, Rüdiger. Und natürlich unseren Coach Tommy Kleiner. Hallo, Tommy. Und gleich zum Einstieg natürlich, lieber Rüdiger, dein Statement zum Spiel. Ja, zunächst mal die Glückwünsche gegen Bayreuth. Ja, meine Mannschaft hat heute im Endeffekt nicht das auf den Platz gebracht, was nötig ist, um in der dritten Liga dann eben auch Bayreuth zu schlagen und hier zu bestehen. Ich werde mit der Mannschaft natürlich absolut ins Gericht gehen. Wir müssen Tacheles sprechen. Ja, es ist einfach so, dass wir im Zweikampfverhalten nicht das an den Tag gelegt haben, was Bayreuth an den Tag gelegt hat. Ja, wir haben nicht die Zweikampfqualität, um eben auch dann mal durchzuziehen, um gewisse Situationen für uns zu entscheiden, 50-50-Situationen. Ja, da wollten wir es auf eine schöne Art und Weise lösen. Das ist nun mal deutlich angebracht gewesen. Das haben wir auch angesprochen diese Woche, dass es ein wichtiger Bestandteil ist. Manchmal hat sich umgesetzt, deswegen wird es natürlich schon dementsprechend harte Worte geben. Wir sind unzufrieden mit der Situation. Wir haben jetzt natürlich einen absoluten Fehlstart hingelegt nach der Winterpause, hatten eine ganz gute Ausgangsposition. Ja, und jetzt heißt es natürlich erstmal den Kopf waschen, ja, den Jungs klar machen, um was es geht. Bisschen weg vom Wohlfühlfaktor, ja, ein bisschen härtere Maßnahmen ergreifen und dann schauen wir nächste Woche in die nächsten Spiele gehen. Wie gesagt, Glückwunsch noch bei heute und viel Erfolg für die Saison. Dankeschön erstmal für den Moment. Tommy, dein Statement zum dritten Heimsieg im letzten von den letzten vier Heimspielen, der dritte Sieg. 60 war er dabei, jetzt Ingolstadt. Natürlich auch Dortmund, Elversberg war eine knappe Niederlage. Dein Statement zum Spiel heute gegen Ingolstadt. Ja, Rüdiger, erstmal danke für die Glückwünsche. Von unserer Seite sind wir natürlich sehr zufrieden, haben das, was Rüdiger gesagt hat, alles ins Spiel gesetzt. Gerade die Zweikampfhärte wollten wir haben. Wir wussten, dass Ingolstadt immer wieder eine Wucht entwickeln kann. Das haben wir schon in den Spielen, die wir dieses Jahr gegen sie hatten, gemerkt. Von daher waren wir da sehr präsent in den Zweikämpfen, sehr aggressiv und haben es dann über die ganze Spielzeit defensiv geschafft, auch immer wieder in Ordnung zu kommen. Was natürlich gut ist hier zu Hause mit unseren Fans in Brücken, dass wir spielerisch auch immer wieder Akzente gesetzt haben, dass wir dann auch aus unserer Sicht verdient in Führung gegangen sind und letztendlich auch verdient gewonnen haben. Kompliment an die Mannschaft, gerade zweite Halbzeit, auch wenn man dann mal in Rückstand, wenn man dann in Unterzahl ist, trotzdem haben wir es immer wieder geschafft, nicht zu tief zu stehen. Das war unser Ziel, dass wir einfach auf Fußball spielen wollen, dass wir nicht Ingolstadt zu nah an unser Tor rankommen lassen. Und das haben wir selbst in Unterzahl immer wieder geschafft, immer ein paar Meter rauszukommen, nicht in die Zweikämpfe im 16er zu kommen und selber immer wieder für Entlastung zu sorgen. Von daher, ja, nach der bitteren Niederlage in Aue, wo nicht alles schlecht war, sind wir natürlich sehr froh, dass wir jetzt mit dem Dreier wieder in die Saison reinkommen konnten, haben jetzt aus den zwei Siege geholt nach der Winterpause. Von daher wissen wir, dass es weiter ein harter Weg wird. Wir freuen uns auf die letzten 18 Spiele, werden weiterarbeiten, werden an dem arbeiten, defensiv und offensiv, was wir nicht gut machen. Und freuen uns jetzt auf unser Spiel in Freiburg. Für euch, Rüdiger, alles Gute für die nächsten Spiele. Drückt euch die Daumen, wünsche euch alles Gute und ja, eine gute Restsaison. Die Mannschaft hatte wieder ihr Herz auf den Platz gelegt. Also man kann ja eigentlich keinen rausnehmen, aber sehr stark natürlich auch Errol Zinolau. Wie siehst du die gelb-rote Karte? Was war da los? Du warst ziemlich nah dran. Ja, ich muss sagen, ich glaube, er schießt in dem Moment, wo gepfiffen wird, den Ball weg. Ist natürlich ärgerlich, darf nicht passieren. Ist jetzt seine zweite gelb-rote Karte, von daher ja, hat sich das heute nicht bestraft. Ich glaube insgesamt, das hat Rüdiger letzte Woche schon gesagt, ist es nicht immer ganz einfach, wenn man auch von der Seite jedes Mal belehrt wird. Und ja, da ist einfach wichtig, dass man da gegenseitig einen Respekt hat. Es ist immer leicht für uns Trainer, wenn man sich aufregt, dass man sofort in die Schranken gewiesen wird. Von daher, ja, waren heute sehr, sehr viele gelbe Karten und letztendlich ist so entschieden worden, das können wir nicht ändern. Von daher sind wir froh, dass wir auch in Unterzahl den Dreier über die Bühne gebracht haben. So, eure Fragen, wie lauten eure Fragen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen hier vorne? Eine Frage an Herrn Rehm. Wie ist so ein Leistungsabfall nach der ordentlichen zweiten Halbzeit in Elversberg eigentlich zu erklären heute? Oder gibt es da
Ja, das ist zu erklären, dass der Gegner einfach total griffig war und wir eben nicht. Ja, das ist das Thema, was wir auch immer wieder mal haben, ja, dass vielleicht das eine oder andere im Kopf dann denkt, man kann was unterschätzen, man kann vielleicht was anderes machen. Ja, aber im Endeffekt zählt Fußball ist ein Kampfsport und es zählen die Duelle. Und wenn du die natürlich in der Mehrzahl für dich entscheidest, dann hast du eben den Vorteil auf deiner Seite. Wenn du die nicht für dich entscheidest, dann bist du eben im Nachteil. Und das ist das Thema, was wir, wie gesagt, auch diese Woche, das haben wir immer, weil das ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil ist. Und wenn du das nicht auf den Platz bringst, der Gegner bringt es auf den Platz, dann bist du im Endeffekt auch ein zweiter Sieger. Und da müsste sich jeder an die Nase fassen. Ja, wenn ich auf dem Platz stehe, dann muss ich einfach meine Duelle gewinnen. Das ist mal das Grundlegende. Ohne das habe ich keine Chance, im Spiel im Endeffekt den Vorteil zu erlangen. Und da muss sich jeder dann auch dementsprechend hinterfragen. Und wir sind auch enttäuscht und wir werden es auch aufarbeiten. Und wir werden es aber klar aufarbeiten diesmal. Noch weitere Fragen? Hier vorne. Ja, Tommy, es hat ja heute sehr viele gelbe Karten gegeben. Wie waren die aus deiner Sicht berechtigt, beziehungsweise wie beurteilst du die Leistung des Referees heute? Ja, ist, glaube ich, immer schwer zu sagen. Ich glaube, wir müssen jetzt nichts über Schiedsrichter sagen, sondern bleiben bei uns, das haben wir die Saison immer versucht. Ein paar gelbe Karten sieht man mit Sicherheit anders, aber letztendlich hat er auf beide Seiten die Karten gegeben und von daher, ja, nehmen wir das so hin. Aber selber zur Schiedsrichterleistung. Ich glaube, das nehme ich mir nicht raus. Ich glaube, es ist eher wichtig, dass man außen miteinander gut umgeht. Und da tue ich mich dann schon manchmal schwer, wenn ich jedes Mal durchgehend belehrt werde. Noch Fragen? Dann bedanken wir uns ganz herzlich bei euch fürs Kommen. Weil ich wünsche mal alles Gute für die Saison. Dass ihr den Turnaround schafft. Kommt gut nach Ingolstadt. Alles Gute für die Saison. Dankeschön, Lüge Rehm und Tommy Klein von der Spielvereinigung. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Dankeschön. Schönes Wochenende. Thank you.